Hallo, liebe Freunde der Nachtgedanken. Erinnert ihr euch noch an Schallplatten? Das waren diese schwarzen Dinger, die man dann auf so ein Gerät legte, eine Nadel draufsetzte und dann erzählte jemand was. Ich hatte als Kind natürlich auch Schallplatten. Vor allem eine hatte es mir angetan. Märchenschallplatten hatte ich. Besonders von der Firma Europa. Europa brachte auch irgendwann die drei Fragezeichen raus und die Gruselkassetten. Kennen wir alle. Aber eben auch Märchen. Und auf der schönsten, an die ich mich erinnere, war Hans Pätsch, ein Mann mit sehr tiefer, dunkler Stimme, der ein besonderes Märchen vorlas, das ich mir heute mal schenke. Es ist etwas länger, ihr werdet es vielleicht auch kennen. Es ist der Teufel mit den drei goldenen Haaren. Viel Spaß! Es war einmal eine arme Frau, die gebar ein Söhnlein, und weil es eine Glückshaut umhatte, als es zur Welt kam, wurde ihm geweissagt, er würde im 14. Jahr die Tochter des Königs zur Frau haben. Es trug sich zu, dass der König bald darauf ins Dorf kam, und niemand wusste, dass es der König war, und als er die Leute fragte, was es Neues gäbe, antworteten sie: »Es ist in diesen Tagen ein Kind mit einer Glückshaut geboren. Was so einer unternimmt, das schlägt ihm Glück aus.« Es ist ihm auch vorausgesagt, in seinem 14. Jahr solle er die Tochter des Königs zur Frau haben. Der König, der ein böses Herz hatte und sich über die Weissagung ärgerte, ging zu den Eltern, tat ganz freundlich und sagte: »Ihr armen Leute, überlasst mir euer Kind, ich will es versorgen.« Anfangs weigerten sie sich, aber da der fremde Mann schweres Gold dafür bot und sie dachten, es ist ein Glückskind, es muss doch zu seinem Besten ausschlagen, willigten sie endlich ein und gaben ihm das Kind. Der König legte es in eine Schachtel und ritt damit weiter, bis er zu einem tiefen Wasser kam. Da warf er die Schachtel hinein und dachte: »Von dem unerwarteten Freier habe ich meine Tochter befreit.« Die Schachtel aber ging nicht unter, sondern schwamm wie ein Schiffchen, und es drang auch kein Tröpfchen Wasser hinein, so schwamm sie bis 2 Meilen vor des Königs Hauptstadt, wo eine Mühle war, an dessen Wehr sie hängen blieb. Ein Mahlbursche, der glücklicherweise dastand und sie bemerkte, zog sie mit einem Haken heran und meinte, große Schätze zu finden. Als er sie aber aufmachte, lag ein schöner Knabe darin, der ganz frisch und munter war. Er brachte ihn zu den Müllersleuten, und weil diese keine Kinder hatten, freuten sie sich und sprachen: »Gott hat es uns beschert.« Sie pflegten den Findling gut, und er wuchs in allen Tugenden heran. Es trug sich zu, dass der König einmal bei einem Gewitter in die Mühle trat und die Müllersleute fragte, ob der große Junge ihr Sohn wäre. »Nein«, antworteten sie, »es ist ein Findling. Er ist vor 14 Jahren in einer Schachtel ans Wehr geschwommen und der Mahlbursche hat ihn aus dem Wasser gezogen.« Da merkte der König, dass es niemand anderes als das Glückskind war, das er dort ins Wasser geworfen hatte, und sprach: »Ihr guten Leute, könnte der Junge nicht einen Brief zur Frau Königin bringen? Ich will ihm 2 Goldstücke als Lohn geben.« »Wie der Herr König gebietet«, antworteten die Leute und hießen den Jungen sich bereithalten. Da schrieb der König einen Brief an die Königin, worin stand: »Sobald der Knabe mit diesem Schreiben angelangt ist, soll er getötet und begraben werden, und das alles soll geschehen sein, ehe ich zurückkomme.« Der Knabe machte sich mit diesem Brief auf den Weg, verirrte sich aber und kam abends in einen großen Wald. In der Dunkelheit sah er ein kleines Licht, ging darauf zu und gelangte zu einem Häuschen. Als er hineintrat, saß eine alte Frau beim Feuer ganz alleine. Sie erschrak, als sie den Knaben erblickte, und sprach: »Wo kommst du her und wo willst du hin?« »Ich komme von der Mühle«, antwortete er, »und ich will zur Frau Königin, der ich einen Brief bringen soll. Weil ich mich aber in dem Wald verirrt habe, wollte ich hier gern übernachten.« »Du armer Junge«, sprach die Frau, »du bist in ein Räuberhaus geraten, und wenn sie heimkommen, bringen sie dich um.« »Mag sein, wer will«, sagte der Junge, »ich fürchte mich nicht. Ich bin aber so müde, dass ich nicht weiter kann«, streckte sich auf eine Bank und schlief ein. Bald darauf kamen die Räuber und fragten zornig, was da für ein fremder Knabe läge. »Ach«, sagte die Alte, »es ist ein unschuldiges Kind. Er hat sich im Wald verirrt und ich habe ihn aus Barmherzigkeit aufgenommen. Er soll einen Brief an die Frau Königin bringen.« Die Räuber öffneten den Brief und lasen ihn, und es stand darin, dass der Knabe sogleich, wie er ankäme, ums Leben gebracht werden sollte.
Da empfanden die hartherzigen Räuber Mitleid, und der Anführer zerriss den Brief und schrieb einen andern, und es stand darin, so wie der Knabe ankäme, solle er sogleich mit der Königstochter vermählt werden. Sie ließen ihn dann ruhig bis zum andern Morgen auf der Bank liegen, und als er aufgewacht war, gaben sie ihm den Brief und zeigten ihm den richtigen Weg. Die Königin aber, als sie den Brief empfangen und gelesen hatte, tat, wie darin stand, ließ ein prächtiges Hochzeitsfest ausrichten, und die Königstochter wurde mit dem Glückskind vermählt. Und da der Jüngling schön und freundlich war, lebte sie glücklich und zufrieden mit ihm. Nach einiger Zeit kam der König wieder in sein Schloss und sah, dass die Weissagung erfüllt und das Glückskind mit seiner Tochter vermählt war. »Wie ist das zugegangen?« sprach er. »Ich habe in meinem Brief einen ganz anderen Befehl erteilt.« Da reichte ihm die Königin den Brief und sagte, er solle selbst sehen, was darin stände. Der König las den Brief und merkte wohl, dass er mit einem anderen vertauscht worden war. Er fragte den Jüngling, wie es mit dem anvertrauten Brief zugegangen wäre und warum er einen anderen dafür gebracht hätte. »Ich weiß nichts«, antwortete er. »Er muss mir in der Nacht vertauscht worden sein, als ich im Wald geschlafen habe.« Voll Zorn, sprach der König, »so leicht soll es dir nicht werden. Wer meine Tochter haben will, der muss mir aus der Hölle 3 goldene Haare vom Kopf des Teufels holen. Bringst du mir, was ich verlange, dann sollst du meine Tochter behalten.« Damit hoffte der König, ihn für immer loszuwerden. Das Glückskind aber antwortete, »Die goldenen Haare will ich wohl holen. Ich fürchte mich vor dem Teufel nicht.« Darauf verabschiedete er sich und begann seine Wanderschaft. Der Weg führte ihn zu einer großen Stadt, wo ihn der Wächter am Tor ausfragte, was für ein Gewerbe er verstünde und was er wüsste. »Ich weiß alles«, antwortete das Glückskind. »Dann kannst du uns einen Gefallen tun«, sagte der Wächter. »Wenn du uns sagst, warum unser Marktbrunnen, aus dem sonst Wein quoll, trocken geworden ist und nicht einmal mehr Wasser gibt.« »Das sollt ihr erfahren«, antwortete er. »Wartet nur, bis ich wiederkomme.« Dann ging er weiter und kam vor eine andere Stadt. Dort fragte der Torwächter wiederum, was für ein Gewerbe er verstünde und was er wüsste. »Ich weiß alles«, sagte er. »Dann kannst du uns einen Gefallen tun und uns sagen, warum ein Baum in unserer Stadt, der sonst goldene Äpfel trug, jetzt nicht einmal mehr Blätter hervortreibt.« »Das sollt ihr erfahren«, antwortete er. »Wartet nur, bis ich wiederkomme.« Da ging er weiter und kam an ein großes Wasser, über das er hinüber musste. Der Fährmann fragte ihn, was für ein Gewerbe er verstünde und was er wüsste. »Ich weiß alles«, antwortete er. »Dann kannst du mir einen Gefallen tun«, sprach der Fährmann, »und mir sagen, warum ich immer hin und her fahren muss und niemals abgelöst werde.« »Das sollst du erfahren«, antwortete er, »warte nur, bis ich wiederkomme.« Als er über das Wasser hinüber war, fand er den Eingang zur Hölle. Es war schwarz und rußig darin, und der Teufel war nicht da. Zu Hause aber seine Großmutter saß da in einem breiten Sorgenstuhl. »Was willst du?« sprach sie zu ihm, sah aber gar nicht so böse aus. »Ich hätte gern 3 goldene Haare vom Kopf des Teufels«, antwortete er, »sonst kann ich meine Frau nicht behalten.« »Das ist viel verlangt«, sagte sie. »Wenn der Teufel heimkommt und findet dich, dann geht's dir an den Kragen. Aber du tust mir leid, ich will sehen, ob ich dir helfen kann.« Sie verwandelte ihn in eine Ameise und sprach, »Kriech in meine Rockfalten, da bist du sicher.« »Ja«, antwortete er, »das ist schon gut, aber 3 Dinge möchte ich gern noch wissen. Warum ein Brunnen, aus dem sonst Wasser quoll, trocken geworden ist und jetzt nicht einmal mehr Wasser gibt? Warum ein Baum, der sonst goldene Äpfel trug, nicht einmal mehr Laub treibt und warum ein Fährmann immer herüber und hinüberfahren muss und nicht abgelöst wird?« »Das sind schwere Fragen«, antwortete sie, »aber verhalte dich nur still und ruhig und pass auf, was der Teufel spricht, wenn ich ihm die 3 goldenen Haare ausziehe.« Als der Abend hereinbrach, kam der Teufel nach Hause. Kaum war er eingetreten, da merkte er, dass die Luft nicht rein war. »Ich rieche. Rieche Menschenfleisch«, sagte er. »Es ist hier nicht richtig.« Dann guckte er in alle Ecken und suchte, konnte aber nichts finden. Die Großmutter schalt ihn aus. »Eben ist erst gekehrt«, sprach sie, »und alles ist in Ordnung gebracht, und nun wirfst du es mir wieder durcheinander. Immer hast du Menschenfleisch in der Nase. Setz dich hin und iss dein Abendbrot.« Als er gegessen und getrunken hatte, war er müde, legte der Großmutter seinen Kopf in den Schoß und sagte, sie solle ihn ein wenig lausen. Es dauerte nicht lange, da schlummerte er ein, blies und schnarchte,
Da fasste die Alte ein goldenes Haar, riss es aus und legte es neben sich. »Autsch!« schrie der Teufel. »Was hast du vor?« »Ich habe einen schweren Traum gehabt«, antwortete die Großmutter. »Da habe ich dir die Haare gefasst.« »Was hat dir denn geträumt?« fragte der Teufel. »Mir hat geträumt, dein Marktbrunnen, aus dem sonst Wein quoll, sei versiegt, und es habe nicht einmal Wasser daraus quellen wollen. Was ist wohl Schuld daran?« »Wenn sie's wüssten«, antwortete der Teufel, »es sitzt eine Kröte unter einem Stein im Brunnen. Wenn sie die töten, wird der Wein schon wieder fließen.« Die Großmutter lauste ihn wieder, bis er einschlief und schnarchte, dass die Fenster zitterten. Da riss sie ihm das zweite Haar aus. »Oh, was machst du?« schrie der Teufel zornig. »Nimm's nicht übel«, antwortete sie, »ich habe es im Traum getan.« »Was hat dir wieder geträumt?« fragte er. »Mir hat geträumt, in einem Königreich stände ein Obstbaum, der hätte sonst goldene Äpfel getragen und wollte jetzt nicht einmal Laub treiben. Was war wohl die Ursache davon?« »Wenn sie's wüssten«, antwortete der Teufel, »an der Wurzel nagt eine Maus. Wenn sie die töten, wird er schon wieder goldene Äpfel tragen. Nagt sie aber noch länger, dann verdorrt der Baum ganz. Aber lass mich mit deinen Träumen in Ruhe. Wenn du mich noch einmal im Schlaf störst, kriegst du eine Ohrfeige.« Die Großmutter sprach ihm gut zu und lauste ihn wieder, bis er eingeschlafen war, und schnarchte. Da fasste sie das dritte goldene Haar und riss es ihm aus. Der Teufel fuhr in die Höhe, schrie und wollte übel mit ihr umspringen, aber sie besänftigte ihn nochmals und sprach, »Wer kann für böse Träume?« »Was hat dir denn geträumt?« fragte er und war doch neugierig. »Mir hat von einem Fährmann geträumt, der sich beklagte, dass er immer hin und her fahren müsste und nicht abgelöst würde. Was ist wohl Schuld?« »Der Dummbart«, antwortete der Teufel. »Wenn einer kommt und will hinüberfahren, dann braucht er ihm nur die Stange in die Hand zu drücken. Dann muss der andere überfahren und er ist frei.« Da die Großmutter ihm die drei goldenen Haare ausgerissen hatte und die drei Fragen beantwortet waren, ließ sie den alten Drachen in Ruhe und schlief, bis der Tag anbrach. Als der Teufel wieder fortgezogen war, holte die Alte die Ameise aus der Rockfalte und gab dem Glückskind die menschliche Gestalt zurück. »Da hast du die drei goldenen Haare«, sprach sie. »Was der Teufel zu deinen drei Fragen gesagt hat, wirst du ja wohl gehört haben.« »Ja«, antwortete er, »ich habe es gehört und ich will es gut behalten.« »So ist dir geholfen«, sagte sie, »und nun kannst du deiner Wege ziehen.« Er bedankte sich bei der Alten für die Hilfe in der Not, verließ die Hölle und freute sich, dass ihm alles so gut geglückt war. Als er zu dem Fährmann kam, sollte er ihm die versprochene Antwort geben. »Fahr mich erst hinüber«, sprach das Glückskind, »dann werde ich dir sagen, wie du erlöst wirst.« Und als er auf dem jenseitigen Ufer angelangt war, gab er ihm des Teufels Rat. »Wenn wieder einer kommt und will hinübergefahren werden, dann drück ihm nur die Stange in die Hand.« Er ging weiter und kam zu der Stadt, wohin der unfruchtbare Baum stand, und wo der Wächter auch Antwort haben wollte. Da sagte er ihm, wie er vom Teufel gehört hatte, »Tötet die Maus, die an seiner Wurzel nagt, dann wird er wieder goldene Äpfel tragen.« Da dankte ihm der Wächter und gab ihm zur Belohnung zwei mit Gold beladene Esel. Die mussten ihm folgen. Zuletzt kam er zu der Stadt, deren Brunnen versiegt war. Da sprach er zu dem Wächter, wie der Teufel gesprochen hatte, »Es sitzt eine Kröte im Brunnen unter einem Stein. Die müsst ihr suchen und töten. Dann wird er wieder reichlich Wein geben.« Der Wächter dankte und gab ihm ebenfalls zwei mit Gold beladene Esel. Endlich langte das Glückskind daheim bei seiner Frau an, die sich herzlich freute, als sie ihn wieder sah und hörte, wie gut ihm alles gelungen war. Dem König brachte er, was er verlangt hatte, die drei goldenen Haare des Teufels. Und als dieser die vier Esel mit dem Gold sah, wurde er ganz fröhlich und sprach, »Nun sind alle Bedingungen erfüllt und du kannst meine Tochter behalten. Aber, lieber Schwiegersohn, sag mir doch, woher ist das viele Gold? Das sind ja gewaltige Schätze.« »Ich bin über einen Fluss gefahren«, antwortete er, »und da habe ich es mitgenommen. Es liegt dort anstelle des Sandes am Ufer.« »Kann ich mir auch davon holen?« sprach der König und war ganz gierig. »So viel ihr nur wollt«, antwortete er. »Es ist ein Fährmann auf dem Fluss. Von dem lasst euch hinüberfahren. Dann könnt ihr drüben eure Säcke füllen.« Der habsüchtige König machte sich in aller Eile auf den Weg, und als er zu dem Fluss kam, winkte er dem Fährmann, der solle ihn übersetzen. Der Fährmann kam und hieß ihn einsteigen. Und als sie an das jenseitige Ufer kamen, drückte er ihm die Ruderstange in die Hand und lief davon. Der König aber musste von nun an fahren, zur Strafe für seine Sünden.
Fährt er wohl noch? Was denn sonst? Es wird ihm wohl niemand die Stange abgenommen haben. Entschuldigt, das war ein etwas längeres Märchen, aber ich liebe es einfach. Weil ich habe auch nur noch drei Haare, aber die sind nicht Gold. Ich wünsche euch eine gute Nacht.